Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. So, mal gucken, wie es heute weitergeht. Wir haben wieder Lieferungen. Sehr schön. So, der ist fertig. Der kann Manganstahl noch herstellen. Da brauchen wir auch mehr Eisenerz. Also wir müssen in die Gecko-Station. Definitiv. So. Dann machen wir noch Eisenplatten. Wir müssen unbedingt in die Gecko-Station. Da du das auch noch weitermachen. So, vielleicht kann ich meine vier Bronzerahmen zumindest jetzt schon mal machen. Zwei. Brauchen noch mehr Bronzenieten. Hier kriegen wir die. So. Einsortieren. Dann gehen wir gleich mal in die Gecko-Station. Flussbrücke. Zwei Bronzerahmen haben wir jetzt. Das ist nicht viel. Bratpfanne. Äquatoriale Montierung. Das muss ich auch noch auspacken, fällt mir gerade ein. Turmrahmen. Das Oberteil. So, haben wir noch was, was da rein kann? Wasser. Wir mal reintun. Brauchen wir nicht mitnehmen. Das brauchen wir auch nicht mitnehmen. Achso, da ist voll. Aber wir haben wieder kaputte Kraftsteine. Okay. Das ist eh alles voll. Gut. Dann würde ich mal sagen, auf zur Gecko-Station, ne? Dann gucken wir mal, dass wir das nötige Material da kriegen. Wo sind wir eigentlich im Kalender? Tag 28 mussten wir, glaube ich. Dann, ach so, okay. Wir haben noch ein paar Tage, bis wir die Heidis Auftrag abschließen müssen. Eisenplatten. Wassertank. Den konstruieren wir gerade. Den Wasserfilter brauchen wir noch. Hoppala. Und dann sind wir auch mit dem Auftrag fertig. Dass wir wieder Wasser lagern können. So. Den haben wir auch. Kriegen wir immer Gift. Gucken wir mal, was uns hier jetzt erwartet. Graphit. Dafür brauchen wir also Graphit. Ja, da wollen wir hin. Oh, ja, machen wir. Die 300 Golds, die haben wir. Nein, falsche Taste. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich den Schwefelkies wirklich verwenden kann. Aber wir nehmen mal mit. Nicht allen, weil das ist eine ganze Menge, aber der jetzt gerade hier so rumliegt. Den nehmen wir mal mit.
Verdichteter Kraftstein. Das ist auch alles Schwefelkies. Doch, das will ich nicht alles mitnehmen. Ich brauche vorrangig eigentlich Graphit. Level up, sehr gut. Den haben wir. Da ist noch einer. So. Schwefelkies. Ich will nicht alles mit Schwefelkies verballern. Ups. War das nicht geplant? Ich brauche Graphit. Und Manganerz. Ach, da ist noch eins. Nehmen wir noch mit. Ah, Graphit kriegen wir auch, wenn wir das hier so... Nirgends. Okay, so in der Luft rumschweben lassen will ich den auch nicht. So. Also Graphit kriegen wir auch schon allein dadurch, dass wir hier das ist gut. Sind Relikte. Die nehmen wir natürlich mit, ne? Unter mir sind die. Weil, wie gesagt, ich brauche hier auch Graphit. Und das kriege ich dadurch, dass ich hier einfach buddel. War ich mir gar nicht so bewusst. Da macht es natürlich noch umso mehr Sinn, dass wir das tun. Dann lege ich das hier alles mal frei. Dann könnten wir fast von oben nochmal anfangen, ne? Und dann wirklich freilegen. Ja, machen wir später. Jetzt legen wir erstmal hier so frei. Solange wir Energie haben, was nicht mehr so ganz lange der Fall sein wird. Sammeln Erz. Ist das in den anderen Ruinen auch so? Habe ich nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ob das da auch so ist, wenn wir einfach nur den Sand abbauen, dass wir da schon Dings kriegen. Kupfer und so. So, einmal zum Bahnhof.
Perfekt, vielen Dank. So, jetzt haben wir zumindest mal Material gesammelt, eine ganze Menge. Alles sortieren, was geht. Verarbeiter, Gummischalen brauchen wir. Da brauche ich noch wieder mehr Gummi. So, jetzt müsste ich aber ja eigentlich meine Bronzerahmen. 4 brauche ich. Sehr gut, die haben wir schon mal. Du bist fertig. Du kannst weiterarbeiten. So. Brauchen wir da Kupferrohr. So, und Kupferschrauben brauchen wir. Die können wir dann hier machen. Gummischale. Wie weit bist du? So, Gusseisenstangen machen wir. Oder brauchen wir noch? In beiden Fällen brauchen wir Eisen. Weitermachen. So. Aber hier sollten wir jetzt genug Eisenplatten haben. Sehr gut. Sehr schön. Wasserfilter können wir direkt mal beauftragen. Was wir da alles brauchen. Eisenplatten. Filterkern haben wir. Pumprohr haben wir. Und jetzt noch die Eisenplatten. Okay. Für die Eisenplatten brauchen wir Eisen. Dann hör damit mal auf, mein Lieber. Und produziert das hier. Sehr gut. Dünger brauchte ich, ne? Was brauche ich denn für Dünger? Dünger. Dünger? Produziere ich den Dünger? Ich dachte, was wäre hier? Aber offensichtlich nicht. Da brauche ich wahrscheinlich einen Mixer oder irgendwie sowas, ne? Wo habe ich denn bisher Dünger hergekriegt? Den gekauft. Ich weiß ja, wo ich ihn kaufen kann. An der. Da, wo ich auch Wasser kaufe, da kriege ich auch Dünger. Der Mähen haben wir heute noch gar nicht Hallo gesagt, ne? Können wir auf jeden Fall was mit anfangen. Da liegt noch was rum. Dass die Leute immer alles rumliegen lassen. So ein Unding, ne? Ach, da ist Schatzi hier. Hi. Howdy. Howdy. You're handling the main tank and such for the water tower, huh?
Ja. Brauchst du nicht. Die Pumpe ist auch sehr schön. So, was magst du denn? Mikrochip? Bin ich mir nicht sicher. Nagelfeile. Könnte die dich interessieren? Nicht wirklich. Das ist schön, danke. Catch you later. Get you later. Moment. Wir müssen natürlich hier noch, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Oh, okay. Geht an sie. Da geht an mich. Ah, sie hat gewonnen. Okay. Lass uns irgendwann wieder spielen. Jawohl, machen wir. Sehr schön. Was brauche ich eigentlich noch? Die Hartholzdielen. 10 Stück. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Kannst du mal machen. Doch, habe ich wahrscheinlich schon. Okay, 10 Hartholzdielen. 10 Eisenplatten brauche ich halt noch. Das ist Stahlrahmen brauchen wir, okay. Einen kann ich machen, Manganstahl. Also das mal die 12 machen, dann machen wir morgen den Manganstahl. Ich glaube, so machen wir das. Ah, die sind fertig, sehr gut. Brauchen wir noch mehr. Und auch noch Eisenplatten. Bei Gusseisenstangen haben wir 9 von 8. Das passt ja. Also gehen jetzt die Eisenplatten vor. Habe ich jetzt schon eine? Nee. Eisenplatten brauchen wir eine ganze Menge. Ich brauche 10 für den Stall. Wir brauchen 10 für den Appetit auf den Bau und wir brauchen. Genau. Das war's dann schon, oder? Das war's. Ja, da bin ich. Kann man auch noch Hallo sagen. Plaudern wir. Ich habe ein dreiseitiges Memo darüber geschrieben, wie Peck effizienter arbeiten kann. Er hat es nicht einmal gelesen. Verstehe, Peck. Verstehe ich voll und ganz. So, den können wir gerade nochmal beauftragen. Dann können wir hier nochmal gucken. Nicht, dass uns der ausgeht. Das wäre ja das Schlechteste, was passieren kann. Wieso kann der eine Tausammler 30 und der andere 20 sammeln? Verstehe ich jetzt nicht. So, damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.